Guten Tag, mein Name ist Baumann. Ich bin von Beruf Lehrer. Ich wohne in Berlin. Ich überlege zurzeit, ob ich nicht im nächsten Jahr, also Schuljahr 22, 23, vielleicht Politik unterrichten sollte. Ich habe mir zu diesem Zweck Animal Farm jetzt mal vorgenommen. Ne? Ich habe mich 2 Tage lang mit Animal Farm beschäftigt, mit der Farm der Tiere. Diese Fabel von George Orwell, ja, die er einst schrieb und die dann mehrfach verfilmt wurde. Und diese Filmchen kann man auf YouTube ansehen. Ja. Es geht in diesem Film, in diesem Buch, in dieser Fabel um den Schrecken totalitärer Herrschaft. Und das finde ich ist heute wieder aktueller denn je. Ne? Es ist nicht vorbei, sondern wir befinden uns tatsächlich in einem Zustand, wo es wieder darum geht, dass manche gleicher sind als andere. Ne? Also nehmen wir mal die... nicht? Also ich lese mal vor, was ich gefunden habe auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es von 2006 einen Beitrag von Heike Ekes Gleibs. Ja? Und dieser Beitrag heißt Gleiche Chancen für Anne und Aische. Und ich denke, das wiederholt sich zurzeit in anderen Konstellationen auf die gleiche Art und Weise. Was steht in der Überschrift oder unter der Überschrift? Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher, schrieb George Orwell in seiner Fabel Farm der Tiere. Obwohl demokratischen Gesellschaften die Vorstellung zugrunde liegt, dass alle Menschen rechtlich gleich seien und unverlierbare Rechte besäßen, ist Ungleichbehandlung oder wie Orwell es nannte, die Gleicherbehandlung gesellschaftliche Realität. Wenn wir jetzt also reden von Gepimpten und Ungepimpten, ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber Sie wissen, was ich meine, ja? Dann fängt man doch an nachzudenken, oder? Dann fängt man doch nochmal an nachzudenken über das, was man in der Schule gelernt hat. Im WSK-Unterricht zum Beispiel in Berlin, ja? Bei mir hieß das noch irgendwie anders, weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte das als Leistungskurs neben Physik, ja? Also Politik und Physik als Leistungskurse. Ist eigentlich eine ähnliche Konstellation so wie bei Frau Merkel, ne? Also von daher, ich durchschaue das schon, was da läuft. Das ist kein Zufall. Nein, also diese Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Gruppen, die sich dann gegenseitig bekriegen, erleichtert das Regieren. Das ist das Konzept hinter all diesem Quatsch, den wir gerade sehen. Ne? So. Und deswegen, es ist schon wichtig als Bürger, hätte ich beinahe gesagt, ne? Als Bürger, Sternchen innen, soll man ja auch nicht lesen, als Bürger dieses Landes, da einfach mal eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ihr Regierenden. Ja? Wir, die Wahlberechtigten in Deutschland, stimmen darüber ab, was hier gemacht werden soll. Jetzt können Sie doch sagen, jetzt waren ja gerade Wahlen, ne? Und wir haben ja gerade abgestimmt. Verdammt nochmal, demokratische Wahlen setzen auch voraus, dass man demokratisch agiert. Und das wiederum bedeutet, dass jeder auch seine Meinung sagen darf.
Und wenn jetzt schon so kleine Lichter wie ich hier abgeklemmt werden, damit die Großen es leichter haben, ihre Narrative an den Mann zu bringen, dann ist also richtig gehörig was schief. Hier läuft was total schief. Und ich möchte gerne, dass meine Schülerinnen und Schüler, die gelernt haben, Videos zu drehen, dieses jetzt auch endlich tun und mal sagen, was Sache ist. Und zwar nicht nachplappern, was diese Herrschaften da oben wollen. Ne? Klima, Klima, Klima. Corona, Corona, Corona. Terror, Terror, Terror. Nein. Was ist hier los? Bitteschön. Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Wie soll das laufen? Okay, ich weiß ja, das tut erstmal weh da oben in der Birne. Denn man muss anfangen, nachzudenken. Man muss anfangen, selbst nachzudenken. Man muss akzeptieren, dass diese Schweine, die da in Animal Farm da den Zirkus veranstalten und dann doch regieren, damit die anderen alle fleißig arbeiten, dass es die auch in anderen Regierungsformen gibt. Ja, das sind die Leute, die sich anmaßen, uns Vorschriften zu machen und die wir legitimieren müssen, damit sie das überhaupt tun dürfen. Aber es gibt auch unveräußerbare Rechte. Es gibt Menschenrechte. Ja, die wurden auch unterschrieben, glaube ich, von der Bundesrepublik, oder? Täusche ich mich da? Ja, es gibt auch Kinderrechte, die wurden unterschrieben. Oder täusche ich mich da? Es gibt eine ganze Menge von unveräußerbaren Rechten, die im Moment eingeschränkt werden aufgrund einer angeblich vorhandenen Notfallsituation, sage ich mal absichtlich, kann ich zurzeit nicht erkennen, dass es diese Situation gibt. Und deswegen sind jede Menge Fragen erlaubt, gewünscht und notwendig, um unsere Regierung wieder auf Kurs zu bringen. Unsere Regierung. Es ist nicht die Regierung, die dann sagt, was wir tun sollen, sondern wir denken nach, was die Regierung für uns tun kann. Okay? So. Und jetzt nochmal Animal Farm gucken, lesen. Ja? Es gibt diese Verfilmung in verschiedenen Versionen, die sind alle ganz nett und die könnte man mal miteinander vergleichen, ob da irgendwie unterschiedliche Inhalte vermittelt werden, aber der Kern, die zentrale Botschaft ist totalitäre Herrschaft ist Mist. Punkt. Ja, das war's.